Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Garry's Mod. In der letzten Folge haben wir ja, ne, so ein komisches Teil gebaut, so wie immer halt. Heute aber habe ich die perfekte Idee, habe ich gerade spontan in den Kommentaren gelesen. Man muss dazu sagen, ich bin gerade aufgestanden, schaue so in den Kommentaren nach, so unter meinen E-Mails und dann steht da so: Bau doch mal einen Panzer. Okay, dann bauen wir heute auch mal einen Panzer, ne? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Da mache ich gerne mal einen Panzer. Das Modell gibt es ja auch, so ein APC-Modell, glaube ich, ne? Wenn ich mir nicht vertan habe oder das nicht wiederfinde. Naja. Ich glaube, das war unter Counter-Strike sogar. Keine Ahnung. Aber wenn ich einen Panzer bauen so muss, soll, dann muss ich auch einen finden erstmal. Half-Life 2, okay. Oh, hier, guck mal, schön. Schöne Grafikfehler. Was ist das denn für ein Sch. Ach, egal. Nimm einfach mal den Combine-Panzer hier, den kombinierenden Panzer, ne? Ist ja voll witzig. So. Aha. Ja, wir bauen einfach da ein bisschen sowas dran. Wir machen da keinen gewöhnlichen Panzer draus. Der soll ja auch cool sein, ne? Der soll dann so später mit so. Naja, mal schauen, ob das klappt. Ich sag noch nichts. Nachher stimmt, mache ich das ja nicht. Wheels. Wie so ein Wheel. Ich mache ich voll die Wheelies. Ja. So, erstmal hier dicke 60 Zoll Felgen. Nee, aber. Ja, wäre schon ganz richtig so. Nee, ich möchte ihn nicht unsichtbar machen. Dann sehen die ja nicht mehr so cool aus. Müssen nur schauen, dass sie auch auf den Boden kommen. Die müssen so rum und der muss so rum. Warum hängt der denn jetzt da dran? Was ist das denn? Na komm, dann machen wir den hier so ran. Drehen den um. Zack. Ja, rollen tut er an. Oh, das steht sogar einigermaßen mal gerade. Ist jetzt schon. Fangen wir mal an mit der Tourette oben drauf. Bullets per Shot. Eine Damage 100. Bullets Force machen wir mal auf 500. Delay. Ja, so eine halbe Sekunde wäre schon ganz angebracht, weil das ja so ein Panzer ist, ne? Man kann doch dann auch noch den Schuss ändern, ne? AR2 Tracer oder Airbo Tracer? AR2 klingt interessant. Gucken wir mal. Dann kommt das Gesch nämlich hier oben mit drauf. So einfach hier so. Und wie viel? Wie 1. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Problem ist nur, das Teil braucht Sound. Laser. Warum hatten die keinen Sound? Airbo Tracer. Auch nix, okay. Bei Default macht er wahrscheinlich was, ne? Auch nicht. Muss man nicht verstehen. Toggle. Ah ne, Toggle eigentlich nicht, aber. Achso, wenn ich Toggle mache, dann bleibt er ja an. Genau, so wartet. Hey, warum hängt denn der immer so seitlich? Das geht doch gar nicht. Jeder ist auch ein Panzer, Mann. Kommst du bitte hier? Oh, meine Nase juckt, das ist gar nicht schlimm. Gut, das mit der Tourette müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Die hängt auch immer bekloppt da drin. Oh. Jetzt geht das schon wieder los mit diesem doofen Computer. Na, warum hängen die nie gerade? Warum kann man das nicht mal einstellen? Das ist doch. Ich könnte die natürlich anwählen und dann könnte ich die. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Doch, ich habe eine Idee, wie es geht. Ich habe nämlich keinen Bock rum zu experimentieren. Machen wir hier. Ah, nee, das geht auch nicht. Da muss ich hier, wenn dann schon mit einem zerbrechlichen Objekt arbeiten. Ja, wahrscheinlich geht das viel einfacher, aber ich mache mal auf meinen Weg. So. Scheiß drauf. Wo ist sie? Doch nicht, die löst sie mit auf. Das ist ja natürlich wieder ganz toll. Ja, die löst sie mit auf. Okay, Kacke.
Naja, gut, dann wird das halt ein Panzer ohne irgendwie so Abwehrsysteme. Ganz toll. Das verstehe ich aber nicht. Letztes Mal hat es ja auch geklappt. Hab doch letztens noch einen gesehen, erst mal drum gefahren und naja. Was soll der Panzer Besonderes noch können? Ich meine, das muss ja ein cooler Panzer werden, ne? Deswegen brauchen wir ein paar Thruster. So ungefähr hier so. 2 und 1 ist ganz gut. Ja, hier. So. Damit er auch schnell ins Einsatzgebiet kommt. Genau, so sieht ganz schön aus. Hängt schon ein bisschen. Hängen ist immer gut, ne? Erstmal brauchen wir im Cockpit hier noch so einen schönen Stuhl, wo ich mich reinsetzen kann. Dass die Stühle unter Vehikel sind, ey, ich kann es nicht glauben. Aber ist auch irgendwie richtig, weil man sich ja reinsetzen kann. Auf jeden Fall, Nokolite. So, Nokolite. Nokolite, gut. Warte mal. So, sehr schön. Jetzt gehen wir mal hier hin. So. Ja, hätte ich den jetzt nicht so früh losgelassen. Warte mal, da bist du nicht. So, dann nehmen wir. Den muss man nämlich perfekt platzieren. Weil ich den Panzer nämlich nicht mehr drehen kann, wahrscheinlich, oder? So. Ah ja, reinsetzen geht auch noch. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir auch. Mit Wade wird es witzig, oder? Wird wahrscheinlich ein bisschen spaßig hier. Ja, wird aber nicht jetzt gewählt sein. Nee, war klar. Ja, komm, dann machen wir den vorne dran oder so. Na komm, bleib mal hier. So, mach mal den hier so dran, damit er noch ein bisschen rausguckt. Und dann machen wir Weld und Weld. So, fertig. So, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie lösen wir das Thruster-Problem? Der Thruster zeigt ja normalerweise, ne? Eigentlich immer. Ich probiere es mal ein bisschen aus. Also, wir nehmen mal den an. Der Thruster ist hier. Ach, der Thruster, die Tourette meine ich natürlich. Die Tourette, ja? So macht er richtig. So soll das ja auch sein. Ja, und damit Dauerfeuer. Bum, bum, bum. Genau. Wenn ich ihn aber hier platziere. Okay, das geht hier. Das ist gut. Das gefällt mir auch. Okay, aber eigentlich sollte der Schuss ja lieber ein bisschen anders gehen, ne? Wir können natürlich ein. Das geht theoretisch. Ach, ich habe schon eine Idee. Ich habe eine Idee. Dann machen wir den hier gleich unsichtbar. Den machen wir auch auf Nokolite. Er wird dann unsichtbar gemacht. Dann stellen wir den hier rein. So ungefähr beim Geschütz so hin. Genau, dann machen wir den jetzt hier mit einmal Weld. So, zack. Und zack. Und dann machen wir den mit Collar einfach auf, aus. Aber komplett aus. Zack. Sieht man sie noch? Nö. Die Tourette wird auch unsichtbar gemacht. Genau. Und wenn ich jetzt schieße, bum, bum, bum. So habe ich mir das vorgestellt. So sollte ich es haben. Sehr schön. Gut, damit haben wir wieder was bestanden. Na, ja, Mist, jetzt habe ich noch irgendeine Textur mit drin. Warte mal. Nee, Material hier aufeinander. Nee, verdammt. Hä, was ist das denn? Quatsch hier, der ist so transparent. Hier. Muss man nicht verstehen, ne? Komischer Fehler habe ich auch seit letzter Zeit. Fade fast. None. None machen wir mal und dann wird man den jetzt berühren. Ja, weg. War eigentlich nur geraten, aber. Dumm, 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 dumm. Sehr schön. So wollte ich das haben. Und wenn ich hier drücke, wird 1. Das Teil funktioniert auch ganz gut. Wunderschön. Ich würde sagen, wir könnten den jetzt testen. Oder ich mache den komplett fertig. Aber wie soll ich den fertig machen? Oh,
Obwohl, die Farbe ist ja schon ganz gut so, ne? Ist ja schwarz. Ja, hier machen wir komplett lackschwarz oder so hier. Oh Mist. Jetzt geht's wieder los. Was hat der Junge denn immer hier? Die Reifen blenden mal komplett aus. So. So und so. Ah ja, die Thruster auch klar. Das nervt mich auch gar nicht, dass der schon wieder am Rumlagen ist. Ich frage mich, was er immer vorhat. Ich brauche echt eine Zeit, Festplatte so langsam. So, entweder ist er, ich könnte ihn jetzt sagen, der ist fertig. Machen wir noch was Cooles dran, so ein Licht oder so. Light. Hier so ein cooles Licht hier, so wo haben wir's. In späteren Aufnahme sieht man sicher noch immer so, oh Gott, ey, das war doch direkt vor deinen Augen. So, mach mal hier dann so. Plupp und plupp. So, ich schätze, der ist fertig, ne? So, ich frage mich, warum der kein Sound hat oder so, aber naja. Legen wir los. Ah, ich habe vergessen, die Bremse, die Lenke einzubauen. Die Lenker. Die Lenkung, mein Gott. Schwieriges Wort. Thruster, mach mal auf 5 und 6. So. Ist ja nicht vergeben. Und wenn doch, dann frage ich mich, welches Objekt. Na, ich habe den noch gerade festgemacht. Hier bleibt doch hier. So. Thruster mach mal hier. 1, so. 5 und 6. Und der andere kommt aus dem 6 und 5 und dann passt das. Genau. Nee, doch nicht. Ist schon okay. Ich dachte schon. So, dann testen wir das mal. Mit 1 vorwärts, mit 2. Hui. Oh oh. Puh, Glück gehabt. So. Und damit kann man jetzt auch schön im Kreis fahren. Das sieht aus, ey. Sehr schön. Oh nein. Hallo? Hallo? Was geht denn jetzt ab? Achso, das ist die Kugel. Okay. Gut, Leute, das war's auch schon heute von mir. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. War mal wieder ein bisschen was Kreativeres. Naja. Hoffe, euch hat's gefallen. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Garry's Mod. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao. Na, kannst du mir auch wehtun? Okay, er kann. Ciao, Leute. Winke, winke. Nein. Tschüss. Aua, 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 aua.